Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ganz viele einzelne kleine Telefonschnipsel. Telefonate, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich darüber sind, was wir hier für Betrüger am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefonschnipseln. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen und guten Leitung. Tag. Mhm. Hallo, hören Sie mich? Ja. Am Telefon ist Sandra Moretti, ich rufe von Monitoringabteilung. Wie geht es Ihnen? Was ist denn Monitoringsabteilung? Ich rufe so bezüglich Ihrer Anmeldung, Sie also haben Interesse an Onlinehandeln gezeigt. Ach so. Mhm. Aha, da haben Sie auch vorhin im Finanzmarkt oder gar keine? Ja, ja, also... Haben Sie Erfahrung? Mit welchen Produkten haben Sie Erfahrung? Sagen Sie nochmal. Eine alte Fernseher und alte Socken, Flipper, sowas. Ach so, haben Sie mit Profi gearbeitet oder alleine? Mit was? Was ist alleine gemacht? Bitte sprechen Sie mit mir, ja? Und machen Sie gar nichts. Was denn? Was meinen Sie denn? Okay, jetzt ist es besser. Haben Sie mit Brocki gearbeitet oder alleine? Sagen Sie nochmal. Nee, ich habe den Stand immer alleine aufgebaut bis jetzt. Da hat mir keiner geholfen. Ach so. Ach so, und jetzt wollen Sie nochmal Konto öffnen, ja? Was meinen Sie? Und Sie haben gerade in unserem System für Onlinehandel angemeldet. Ach so. Mhm. Und nun? Jetzt höre ich nicht mehr. Ich bin da. Ja. Hm? Herr Gerald, können Sie Ihre Nachname sagen? Geburtsfehler, wieso? Okay. Aha, wann haben Sie erstmal Einzahlung gemacht? Eine was? Einzahlung. Sie haben gesagt, Sie haben Erfahrung im Finanzmarkt, ja? Ja, aber nicht mit Einzahlern. Wie bitte sagen Sie ein bisschen laut, ja? Mit Einzahlern kenne ich mich nicht aus. Ach so, und sagen Sie nochmal, mit welchen Produkten haben Sie gearbeitet? Ja, meistens schon mit alten Fernseher oder Schlüpfer, Socken waren auch schon mit dabei. Je nachdem, was so gerade innen war. Ach so. Ja. Ach, Hanna, und wie lange Profit haben Sie? Was? Wie viel Profit haben Sie? Gemacht. Da habe ich nicht mitgerechnet. Wie bitte? Da habe ich nicht mitgerechnet. Was machen Sie jetzt? Jetzt mache ich gerade Eiswürfel. Sagen Sie nochmal, was machen Sie jetzt? Jetzt mache ich gerade Eiswürfel. Können Sie gar nichts machen und mit mir sprechen? Na, wie meinen Sie das denn? Ich habe Ihnen doch gesagt, was Sie gefragt haben. Sehen Sie, ich kann nicht in die Hure, ja? Was? Was können ich Sie kann nicht. Ich kann nicht sich hören. Ach so, dann müssen Sie mal lauter machen bei sich. Sagen Sie ein bisschen laut, ja? Nee, Sie müssen bei sich da lauter stellen. Okay, mache ich. Liebe, und wann haben Sie erstmal Investment gemacht? Wie meinen Sie das? Sie haben gesagt, Sie haben Erfahrung im Finanzmarkt, ja? Wann haben Sie Investment gemacht erstmal? Ich habe ja Geld bekommen. Ich habe ja nicht investieren müssen. Oder meinen Sie jetzt den Tapeziertisch, den ich gekauft habe? Ja, ja. Ich meine, haben Sie Kryptowährungen auch? Was ist das? Sie machen Trade und haben Sie keine Erfahrung mit Kryptos? Ich weiß nicht, was das ist. Nee, kenne ich mich nicht mit aus. Was meinen Sie denn da? Das müssen Sie mir einmal genauer erklären. Wie bitte? Das müssen Sie mir einmal genauer erklären. Nichts mehr, oder wie? Ja. Okay. Okay, tschüss. Ja, das sind so Gespräche vom Finanzmarkt. Also, wenn euch die angeblichen Finanzberater anrufen. Ja, also da haben wir ja mal wieder eine ganz besondere am Telefon gehabt. Ich weiß manchmal nicht, was bei denen im Kopf los ist. Aber nach Finanzmarkt hört sich das auf jeden Fall nicht an. Dem Anschein ist das da wohl normal bei diesen Callcentern. Ich meine, dass die nicht legal arbeiten und, ja, eigentlich nur die Kohle klauen wollen, das wissen wir ja.
Aber tja, die geben sich ja auch tatsächlich überhaupt gar keine Mühe dabei, den Kunden irgendwie auch, ja, im Ansatz seriös zu bescheißen. Tja, und da kommt dann so ein Gespräch dabei raus. Die war ja wohl tatsächlich außerordentlich selbst überfordert mit dem, was sie da machen soll. Tja, also mit Bankgeschäfte hatte das ja definitiv nichts zu tun. Aber gut, so bescheißen die hoffentlich auch weniger Leute. Einen schönen Tag, mit wem spreche ich da bitte? Hallo und schönen Tag. Hm? Sie sprechen gerade mit Alexander Liebmann. Aha. Herr Stinkätze. Ja, grüße Sie. Hm. Wen möchten Sie denn sprechen? Mit Gunther Stinkätze. Ja, am Apparat. Schönen Apparat zu haben. Ja, ich rufe Ihnen über den Online-Handel, da wo Sie ein Interesse gezeigt haben. Wo erinnern Sie sich? Wie bitte? Wo war denn das? Über dem Online-Investments, über dem Bitcoin. Ja, und wo war das? Über Online-Handeln, also Online-Trading. Sie sind in Online-Handeln registriert und Ihre Daten sind bei Online-Handeln mit Interesse gezeigt. Ja, und wo war das? Wie, wo war das? Na, so wie ich es gefragt habe. Sie haben es ja richtig wiederholt. Wo war denn das? Die Interesse. In Online-Handeln, Online-Investitionen, Bitcoin, Ethereum, Oil Profit, Gas Profit, in diesen Aktien. Aber erst Sie brauchen ein Konto aktiv zu stellen, damit Sie wissen dann, wo wollen Sie handeln. Na, aber wollen Sie nicht erstmal die Frage beantworten? Wie bitte? Na, wollen Sie denn nicht erstmal die Frage beantworten? Aber ich antworte Ihnen. Nee, eigentlich nicht. Wie, wo war das? In Online-Handeln war das. Über eine Werbung, was Sie gesehen haben. Ja, es ist ganz einfach. Ja, aber was war das denn für eine Werbung? Es war über den Dildos. Sie haben Dildos gesehen, wollten Sie Dildos kaufen und deswegen ist das Werbung gekommen. Dann kann es ja keine seriöse Firma sein, um die es geht. Ja. Und schauen Sie nicht so mehr, so viel. Also manchmal weiß ich ja wirklich nicht, woran das liegt. Hier haben wir wieder so einen netten Betrüger dran gehabt, der irgendwelche sexuellen Verwirrungen hat. Ja, das haben ja irgendwie so gefühlt 90% der Herren, die wir hier in unserer Telefonleitung haben. Tja, also ich find's ja absolut witzig. Irgendwie, weiß ich nicht, die geben sich ja wirklich gar keine Mühe mehr. Ich weiß nicht, woran die das erkennen oder warum die das so ausmachen, dass da jetzt jemand dran sein könnte, der kein Interesse daran hat. Naja, aber die stellen ja nun auch wirklich absolut saudumme Fragen. Also alles, was die fragen, macht ja so erstmal gar keinen Sinn, wenn man von fremden Menschen angerufen wird. Die labern einfach irgendeinen Durchfall, dass er Angst haben muss, da tropft gleich der Kacke aus dem Telefon. Also ich verstehe es wirklich nicht. Das ist doch nur noch abartig. Tja, und dann kommt er mit Dildos um die Ecke. Ich weiß mal nicht, was der in seiner Freizeit macht, aber muss ja wohl draufstehen, denn ansonsten würde er ja wahrscheinlich nicht davon reden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber was soll das? Was haben die davon? Ich meine, die machen sich doch damit nur selber lächerlich. Und zeigen auch selber auf, was da für Menschen am Telefon sitzen. Menschen, die uns nur verarschen wollen. Absolut unterstes Niveau und ja, da muss man sich wirklich fragen, ob es da jemals eine Schulbildung gegeben hat. Ich verstehe es nicht. Und da wundert sich jemand, dass wir die Kakerlaken nennen. Also ich glaube, der Begriff ist ja wohl mindestens angebracht. Bei dem, was man da für einen Abschaum am Telefon hat. Also Kakerlake ist, glaube ich, hier tatsächlich noch ein sehr freundlicher Begriff. Für das, was hier so anruft. Und für das, was die eigentlich am Telefon so von sich geben. Ausländerbehörde? Hallo. Hallo, guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Gerald? Ja. Gut. Herr Gerald, ich rufe Sie aus dem Finanzmarkt. Ja, ich möchte wissen, ist Ihre Familienname? Ja, so wie es da bei Ihnen steht, denke ich mal. Wie bitte? So wie es da bei Ihnen steht, denke ich mal. Ah, aber ich denke nicht so. Das ist das Problem. Ach so, ja gut, dann kann ich nichts dafür. Haben Sie da können Fehler Sie gemacht? Ihre Personalausweis uns schicken, damit wir können Ihre Identität verifizieren und nur dann dein Konto aktivieren? Ja, aber ich verschicke doch nicht meinen Personalausweis. Der bleibt schön in meinem Portemonnaie. Das schickt so, man nicht wenn kaputt. Sie Wenn Sie im Bank ein Konto aktivieren, geben Sie keine Dokumente mehr, Gerald? Was für Dokumente? Da bringt man doch fast ident.
So, ohne Verifizierung werden wir nichts machen. Ja, in diesem Fall, ich werde einfach Ihre Daten löschen. Ja. Okay, gut. Tschüss. Ja, wiedersehen, Betrüger. Ja, genau. Da sollte man definitiv aufpassen und die Finger von lassen. Um Gottes Willen, schickt bloß nicht eure Unterlagen zu so einer Firma. Denn das Einzige, was ihr dadurch dann für einen Vorteil habt, dass ihr die Polizeibehörde in der Nähe etwas besser kennenlernt. Denn eins ist sicher, wenn man hier seine Daten an so eine Firma direkt weitergibt und den Personalausweis per E-Mail oder per Post, noch schlimmer oder keine Ahnung, dort einfach hintransferiert an diese Firma, tja, die werden sich dann in Kürze für euch ausgeben. Zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen. Oder, tja, für irgendwelche anderen kriminellen Aktivitäten. Man würde in eurem Namen irgendwelche Kredite annehmen und die Kohle natürlich nicht zurückzahlen. Das ist der Grund, warum die euren Personalausweis haben wollen. Aber definitiv nicht, ja, um euch zu legitimieren. Denn das würde man definitiv über Postident oder ein ähnliches Verfahren machen. Nicht über irgendwie Post oder E-Mail einfach mal ein Foto hinschicken. Das kann man machen. Wenn's eine seriöse Firma ist und ihr euch ganz sicher seid, dass das eine seriöse Firma ist, dann könnt ihr da natürlich eine Kopie vom Personalausweis auch per E-Mail hinschicken. Bedenkenlos. Aber auch nur dann, wenn man über die Kopie auf dem Computer ganz fett und quer über alles vom Personalausweis Kopie schreibt und den Grund, wofür diese Kopie ist und auch das Datum, wann ihr diese Kopie gemacht habt. Denn das sorgt dafür, dass die Kopie für andere Unternehmen automatisch ungültig wird. Rausretuschieren, wenn ihr euch ein bisschen schlau anstellt, ist schwierig. Wenn man irgendwelche ausgefranselte Schrift zum Beispiel nimmt, dann kann man da auch so viel dran rumretuschieren, wie man möchte. Dann kann man euren Personalausweis nicht mehr so einfach klauen. Schönen guten Tag. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Patrick Larsson am Telefon. Sprich bitte Sean Steinfeger. Ja, der Sean Steinfeger am Apparat. Ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Hier den Umständen entsprechend. So, Steinfeger, ich melde mich von Investment Academy, von der Globalis Börse. Wir sind eine Online-Handel-Plattform. Toll. Und heute Ihre Nummer ist ausgewählt von unserer Firma. Weil wir haben gesehen, dass Sie Interesse gezahlt mit Online-Handel gehabt, ja? Boah, beschäftigen Sie sich mit der, wir haben ein System, wir sehen alles die Kunden, wo hat Interesse gezahlt, eine Werbung gesehen von unserem Unternehmen, ein Konto eröffnet und so weiter. Meine Frage für Sie ist, beschäftigen Sie sich mit Online-Handel? Haben Sie schon mal Erfahrung mit Trading oder nur Interesse gezahlt oder etwas per Internet gelesen? Wie bitte? Haben Sie keine Erfahrung, Interesse auch? Haben Sie? Weil wenn Sie Interesse haben, ich kann Ihnen das alles erklären, Informationen zu teilen, unser Unternehmen versteht, Möglichkeiten auch und die Angebote. Ja. Wenn ich fragen darf, Steifanger, sind Sie jetzt gerade zu Hause? Haben Sie einen Computer dabei? Weil ich wollte mit Ihnen unser Unternehmen zeigen. Können Sie das selber schauen mit deinem Auge und können Sie auch besser verstehen? Ja. Haben Sie einen Computer, ja? Sind Sie von der Computer jetzt? So was besitze ich, ja. Habe ich einen eigenen. Der gehört mir. Also den habe ich ganz alleine gekauft. Okay, ich wollte mit Ihnen zuerst über unser Unternehmen sprechen. Über unsere Möglichkeit und von dem Market zum Beispiel, die beschäftigen alles Market, die Kryptowährungen, Aktien, Forex, Rohstoffe. Aber können Sie ein bisschen, können Sie zum Beispiel Bitcoin, Tesla, DAX 30? Sie wollten noch was erzählen. Okay, ich kann Ihnen das erzählen. Warten Sie ganz kurz, weil ich kann mit einem guten Expert von unserem Unternehmen Verbindung. Okay? Hallo, guten Tag. Ja, Sie sind jetzt der Expert. Ich grüße Sie, Laura Foster am Apparat. Ich habe Sie angerufen, weil ich habe gerade... Ja, bitte? Ihr Kollege hat angerufen. Ja. Haben Sie Erfahrung gehabt mit Onlinehandel? Habe ich doch alles schon beantwortet. Ja, und dann legt die Finanzberaterin einfach auf. Absolut Wahnsinn. Der Erste, der steht einfach auf vom Hörer und macht dann irgendwas anderes. Und dann kommt die Nächste. Und die hat keine Ahnung, was vorher gesprochen wurde und fängt nochmal von vorne an. Und ist dann wahrscheinlich brastig, weil ich nicht mitspiele und das Ganze schon mal gehört habe. Tja,
Also, wenn es so läuft, wie gesagt, dann sollten wir uns wahrscheinlich nicht so die Sorgen machen. Das Schlimme ist, dass hier trotzdem viel zu viele Menschen immer noch ihr Geld einzahlen. Absolut Wahnsinn. Kann man nicht nachvollziehen, ist aber so. Die Statistiken sind hier definitiv ganz schön gruselig. Denn, tja, wenn da wirklich immer noch Leute einzahlen, fragt man sich wirklich, was genau läuft da verkehrt? Ich glaube, da kann man wirklich nur gegenhebeln, wenn man wirklich überall, ja, diese Informationen teilt. Ihr müsst ja nicht zwingend die Videos teilen, habe ich natürlich auch nichts dagegen, aber auf jeden Fall euch mit Leuten darüber unterhalten, was ihr so alles auf YouTube schon gehört habt und was da für gruselige Leute am Telefon sind und dass das trotzdem funktioniert. Da zahlen trotzdem Menschen ein und genau das versuchen wir ja zu verhindern. Und es funktioniert natürlich nur, wenn wir da alle ein bisschen dran arbeiten. Ja. Hallo? Mhm. Hallo, schönen guten Tag, egal. Wie geht's Ihnen an? Entzückend. Freut mich sehr. Angela Berger spricht. Angela Berger spricht am Apparat und ich rufe Ihnen an wegen die Anmeldung, die Sie gemacht haben für Onlinehandel. Haben Sie schon Erfahrungen mit Onlinehandeln, Herr Gerald? Herr Geburtsfehler heißt das nicht, Herr Gerald. Bitte? Herr Geburtsfehler ist mein Name. Geburtsfehler. Ja. Der Nachname. Ja. Okay, entschuldigen Sie mich. Haben Sie schon Onlinehandeln probiert, Geburtsfehler? Ja. Okay, und was für eine Erfahrung haben Sie, eine gute oder eine schlechte Erfahrung? Ja, ist bis jetzt immer alles pünktlich angekommen. Alles pünktlich? Mhm. Okay, perfekt. Also, ich habe Ihnen angerufen, angerufen. Ihnen, unsere... Was ist los mit dir, Mann? Du kannst was? Mir sehr was? Gut verstehen. Ja. Geburtsfehler, was ist das? Was für ein Nachname ist das? Na, ein Deutscher. Ein Deutscher ist nicht. Doch. Jetzt, ich habe dir angerufen, unsere Plattform zu vorstellen. Nein, du. Nee, und Sie. Jetzt, ich möchte nicht von Ihnen geduzt werden. Öffnen Sie Ihren Computer? Wie meinen Sie das öffnen? Dann verliere ich doch die Garantie, wenn ich den aufmache. Öffnen Sie Ihren Computer, habe ich gesagt. Aber dann verliere ich doch die Garantie. Öffnen Sie Ihren Computer, habe ich gesagt. Nee. Doch? Nee, das mache ich Sie nicht, nur weil Sie das machen. Sagen. Nein, werde ich nicht. Ja, Sie werden es jetzt machen. Nee. Doch? Also, wenn Sie der Meinung sind, können Sie ja der Meinung bleiben, aber ich mache es ja nicht. Sag es nochmal. Ich sagte, Sie können ja der Meinung bleiben, aber ich mache es ja trotzdem nicht. Aber du wirst das machen, das Sie. Ist das Problem. Du wirst das machen. Das heißt Sie. Weil, wenn wir das, wenn du das nicht machst. Sie. Du. Sie. Du kleiner Hund. Ja, du kleiner Hund. Wenn du das nicht machst. Ja. Dann. Lache ich dich aus? Was hast du gesagt? Ich sage, dann lache ich dich aus. Wenn du kleiner Hund das nicht machst, wie gesagt. Dann lache ich dich werde aus. Werde ich deine Daten weiter teilen? Ja, ist nicht schlimm. Okay. Dann kommen die anderen auch auf YouTube. Wie gesagt, ich werde deine Daten weiter teilen. Dann kommen die anderen auch auf YouTube. Ja. Und dann, du wirst nur mit, du wirst, ja. Erzähl mehr von deiner Familie. Du wirst Anrufe bekommen. Das heißt immer noch sie. Und deinen neuen Namen wird Bobby sein. Weißt du, Bobby ist ein sehr schöner Name für einen kleinen Hund, so wie du. Ja, das heißt weißt du das? Weißt du das, Bobby? Bobby, Geburtsfehler. Hurensohn. Verpiss dich. Das bist du selbst. Verpiss dich. Nee. Hurensohn. Ich muss gerade nicht, aber danke der Nachfrage. Oh mein Gott. Also, tja, man hat ja schon das ein oder andere Mal hier den ausschreitenden Scammer dran gehabt. Aber die hier, die hat ja mal wieder was Neues gebracht. Also ich weiß mal auch nicht. Erstmal war sie schon von Anfang an pampig, dann war sie bestimmt und wollte irgendwas fordern. Und dann verwechselt sie die ganze Zeit sie mit du und hat es ja dann auch noch mit Absicht gemacht. Also ich weiß es nicht. Tja, und ich kann mich nur wiederholen. Das sind die Menschen, die sich vertrauensvoll um eure Bankgeschäfte kümmern wollen. Ja, also ich glaube, da sind wir definitiv fehl am Platz.
Aber ich verstehe nicht, dass die dann auch noch so fordernd versuchen, noch irgendwie doch noch an Geld zu kommen. Ich meine, also unterirdischer kann man sich doch eigentlich jetzt wirklich nicht mehr benehmen. Tja, und dem Anschein nach, es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Einfach die Leute ja dazu auffordern, das zu tun, ob sie wollen oder nicht. Scheißegal, du machst es jetzt und du vor allem und nee, nicht sie. Ich spreche, wie ich will und es ist ja schon wie in einem kleinen Kindergarten, was da abläuft. Da sind ja wirklich ganz viele kleine Kindergartenkinder, die da irgendein Dünnsches erzählen von ihrer Familie und was auch immer. Tja, halt einfach Kakerlake, ne? Also was anderes fällt mir dazu echt nicht ein. Also freundlicher kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Geburtsfehler wäre mein Name. Hallo? Ja. Hallo, Bobby, was machst du? Kleinhund. Ich glaube, Sie haben sich verwählt. Nein. Doch. Ich habe es nicht verwählt. Ja. Nein, ja. Du bist ein kleiner Hund. Weißt du, warum ja, ich hier angerufen habe? Du bist eine Betrügerin. Du, weißt eine Kriminelle. Du, ja, 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 ja. Was sagst du, kleiner Hund? Weißt du, wo ich deine Mutter gefunden habe? Bei auf einem Toilette? Puff. Ja. Bei einem Puff. Im Puff auf einer Toilette. Mit Leila. Mit Leila einer Hund, so wie die, so ja. wie du. Meine Mama und heißt Leila. Ich weiß nicht, wer deine Mutter ist. Nee, aber ich dachte, du hast meine Mutter ist gefunden. Aber vielleicht ja, einfach mal versuchen, ein bisschen Deutsch reden vernünftig. Weil du ja nicht richtig nur gut. Deutsch, weil bei dir kommt ja nur Kakerlakisch. Ich kann sehr gut Deutsch sprechen, du kleine Hund. Wie ein Kuh aus Müll. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe deine Mutter mit drei Hunden in einem Puff. Pommes. Puff. Pommes. Nein, es ist ein Puff, da wo Schlampe mit deiner Mutter arbeiten. Ja. Ja, da hat sie sich dich als Hunde. Vorbild genommen, denke ich mal. So wie du, Hurensohn. Na, das kommt alles von dir. Erzähl mehr von deinem Zuhause und deinem guten Umgang, den du zu Hause genossen hast. Ich habe einen Hund. Soll ich... Ja. Der tut mir leid. Ja, soll ich deinen Mama nehmen? Hunde dürfen doch gar nicht von Betrügern gehalten werden. Soll ich deinen Mama nehmen, weil sie gefällt Hunde? Die Leila? Ja, es ist in einem Puff mit drei Hunden. Ja, bei Leila. Hat sie Erfahrung mit Hunde? Ja. Ja, hat sie Erfahrung mit deinem Vater? Mit deinem Vater? Ja. Dein Vater ist am Hund. Nee. So wie du. Doch, nee, aber das könnte bei dir gesagt, ja. Deine Mutter hast, das könnte bei dir zutreffen, dass Hunde. Deine Eltern irgendwelche Hunde waren. Weil da kommt ja nichts Vernünftiges bei raus. Und dann bist du ja noch so groß normal an, damit wir gleich noch ein bisschen mehr Material für YouTube haben. Machst es dir ja selber schwer, dein Leben. Zu sein scheint. Und du auch nicht wirklich viel in deinem. Also hat da jetzt noch irgendjemand Fragen, was da für Menschen sitzen? Kann man das noch irgendwie, weiß ich nicht, seriös vertreten oder gutheißen oder nett über diese Leute reden? Ich glaube nicht. Also es war, glaube ich, die nette Tante von dem Gespräch vorher, die uns schon beleidigt hat. Ja, und weiß ich nicht, die hat kurzerhand später danach gleich nochmal angerufen, um dann nochmal ein bisschen ihren Durchfall durchs Telefon zu bröckeln. Weiß ich nicht. Also manchmal habe ich wirklich schon das Telefon bei dem, was die da erzählen, dass das Telefon schon stinkt vor lauter Scheiße, was man da durch einen Hörer gequetscht bekommt. Einfach der absolute Wahnsinn. Also ich verstehe es wirklich nicht. Die versuchen, sich als seriöse Bankleute zu verkaufen und geben euch dann hier quasi solchen Gratis-Content auf YouTube. Tja, also es ist tatsächlich, also man kommt sich vor wie bei versteckte Kamera, wenn die anrufen. Manchmal erwarte ich tatsächlich schon, dass irgendeiner mit der Kamera rumkommt um die Ecke. Weil das ist doch, also als ich den ganzen Kanal hier angefangen habe, habe ich gedacht, ich unterhalte mich mit Trading-Betrügern. Aber das sind ja keine Trading-Betrüger, das sind einfach nur asoziale Kakerlaken, die irgendeine Scheiße durchs Telefon rotzen. Und das war's. Also Gespräche kommen hier eigentlich gar nicht zustande. Also nicht mal, wenn man es versucht. Selbst wenn man versucht, sich mit denen zu unterhalten, dann verstehen die einen ja gar nicht und lesen einfach weiter vor. Und wenn sie einen mal so ein bisschen verstehen können, ja dann, weiß ich nicht, dann sind sie eigentlich das halbe Gespräch nur am Beleidigen und verplempern die ganze Zeit selber ihre Zeit. Es ist absolut gigantisch. Aber das sind halt die Leute, die hier bei mir auf der Leitung anrufen für dieses Projekt. Ja, also
Hätte ich auch nicht gedacht am Anfang, dass das eigentlich von Telefonat zu Telefonat immer noch ein kleines bisschen noch schlimmer wird. Auch wenn man denkt, schlimmer geht's eigentlich nicht mehr. Aber dann klingelt's Telefon wieder und der Nächste ist dran. Guten Tag, hier ist der Puff von Laila. Hallo, hören Sie mich? Ja. Spreche ich mit Herrn Geburts richtig? Geburtsfehler. Ah, Geburtsfehler. Entschuldigen Sie mich. Geburtsrichtig. Ah, okay. Ich heiße Demir und ich rufe Sie von einem Puffabteilung. Von der Puffabteilung rufe ich Sie an. Ich wollte mit Ihnen kurz reden. Ja, hört man ganz klar an deiner Stimme raus. Was ist das Problem? Ja, man hört das ganz klar an deiner Stimme raus, dass du aus dem Puff anrufst. Wie alt sind Sie? Das verrate ich dir nicht. Zu alt für dich, mein kleines Kind. Wieso sprechen Sie so mit einer Frau, bitte? Na, du bist doch keine Frau, du bist doch nur Abfall. Ich bin keine Frau, was bin ich? Abfall. Abfall? Ja, das, was in den Mülltonnen reinkommt, was von den Leuten in Orange abgeholt wird, von denen Können so wenig bezahlt werden. Können Sie es kurz auf Englisch sagen? Ich habe es nicht verstanden. Ja, tja, das könnte an deiner komischen Intelligenz liegen, die irgendwo zwischen Mond und Mülleimer aufgefasst wurde. Sind Sie Philosoph vielleicht? Ja, ist ja sehr interessant. Oh. Ja. Oh. Herr Geburtsrichtig, gucken Sie mal. Nee, ich Geburtsfehler. Sie... Ah, Geburtsfehler, entschuldigen Sie mich wieder. Ja, ich weiß, Sie können nicht so gut Deutsch. Das Sie haben Sie ja schon bewiesen. Sie haben eine Anmeldung gemacht bei der Puffabteilung und deswegen habe ich mich gemeldet. Ja, ich wollte einen neuen Puff für meine Laila. Sie möchten einen neuen Puff für was? Für meine neue Laila. Die habe ich gekauft. Neue Laila. Sie haben eine neue Laila gekauft. Ja, die habe ich vom Puffmarkt. Was ist Laila? Die Laila. Können Sie es auf Englisch sagen? Nee. Guck, wir sind kein Deutscher. Warte, ich checke es mal kurz. Laila. Ja. Wie schreibt man das? Tja, das wüsste man vielleicht so als Deutscher. Oh mein Gott, ich kann das nicht finden, sowieso. Ja, ich hoffe, das ist eine gute gedacht, Wort. Dass die Intelligenz da irgendwo aufhört. Also Sie sind sehr schlau. Ja, das ist richtig. Wie alt sind Sie, bitte? Tja. Ich interessiere mich an Ihnen. Ja, das ist ja eklig. Ihre Stimme ist so attraktiv. Ja, das weiß ich, das höre ich jeden Tag. Kann ich auch mit Ihrer Mutter kurz sprechen? Meine grenzenlose Bescheidenheit. Kann ich mit Ihrem Vater sprechen? Ich sehe auch nebenbei noch gut aus, aber Bescheidenheit ist ja immer wichtig. Warum machen Sie Anmeldungen bitte ab und zu? Ab und zu melden wir, weil macht Spaß. Geht ja. Macht Spaß. Ist ja kostenlos. Ja, steht ja kostenlos und dann kann man das ja mal ausnutzen. Das werde ich benutzen für meine YouTube-Videos. Wissen Sie das? Ja. Haben Sie einen YouTube-Channel? Nee. Wie heißt Ihr Kanal? Warum nicht? Wie heißt denn Ihr Kanal? Mein Kanal. Geburtsrichtig heißt mein Kanal. Ach so. Nett. Genau. Sie sollen bei der Puffabteilung 500 Euro investieren. Werden Sie das machen? Ja, was kriege ich denn da für eine Gegenleistung? Mit oder ohne Zunge? 10 Prostituten. Kriege ich dich da höchstpersönlich? Dekorieren die dich denn vorher mit Erdbeeren oder... 10 Mädchen werden Sie kriegen. Aber ich wäre dafür, dass wir das Gesicht mit Schokolade vollkippen, weil dann muss man natürlich, das nicht vertragen, natürlich. Weil wenn du da den Mund aufmachst, das ist dann, vergeht einem ja die Lust. Ihren Wunsch ist eine Befehlung für uns. Ja, das klingt gut. Ja, mit was werden Sie die Einzahlung machen? Mit meinen Händen. Oder vielleicht machst du das auch mit deinen Händen. Ich meine, kommst du aus der Puffabteilung. Nein, wir werden es mit Ihrem Kreditkarte machen. Benutzen Sie eine Kreditkarte? Nee, mit meiner Kreditkarte will ich es nicht machen. Okay, für die Einzahlung werde ich Sie kurz morgen anrufen, okay? Jetzt, ich habe noch einen anderen Termin. Ja, aber vergessen Sie nicht, während des Anrufs mit dem Finger aus dem Fenster zeigen. Weil wenn der Blitz einschlägt, dass er auch richtig trifft. Ich werde es bestimmt vergessen. Sie können sich an mich erinnern, wieder morgen. Das ist halt so mit der Intelligenz, ne? Die ist halt begrenzt. Bis morgen. Ja, bis morgen, Laila. Und da haben wir unsere nette Betrügerin tatsächlich noch ein drittes Mal an der Leitung gehabt. Also ich habe manchmal echt das Gefühl, die wollen unbedingt auf YouTube und drängeln sich hier quasi für Gratis-Content oder bieten sich hier quasi gratis an. Ja, also, so kommt's mir langsam vor. Also, was soll denn das eigentlich? Sie ruft aus der Puff-Abteilung an. Und wie genau will sie jetzt noch irgendwie das Ganze ins Seriöse zurückkippen? Ich glaube, es geht nicht mehr.
Tja. Ich weiß mal auch nicht. Also ich finde da kaum noch Worte für. Das sind Leute, die vom Finanzmarkt anrufen. Also sich zumindest dafür ausgeben, dass sie vom Finanzmarkt anrufen. Aber da brauchst du dich doch, wenn du dich so am Telefon verhältst, brauchst du dich doch nicht mal ausgeben vom Finanzmarkt, weil das ist doch komplett lächerlich. Also da kannst du doch gleich von vornherein sagen, sie ist eine Prostituierte und will Telefonsex. Also das, ich verstehe es nicht. Es ist doch so. Die benimmt sich so und ja. Weiß ich nicht. Also ich glaube, da werden sie erfolgreicher, wenn sie gleich von vornherein im Erotikgewerbe anfangen und weiß ich nicht, da passt vielleicht doch die Quietschestimme ein bisschen besser. Oh Mann, ich find's nur noch gruselig. Und die rufen bei euch an und wollen von euch 250 Euro haben. Das ist sogar noch teurer als eine Freudenhausangestellte. Ja, bitte. Hallo, spreche ich mit Petzl Steiner? Mit wem spreche ich? Ja, ich bin Nina Gross. Ich melde mich von Behörde, ja? Finanzaufsichtsbehörde. Wunderschönen guten Tag. Bitte, ich bin heute als erste Person. Alles gut bei Ihnen? Ich verstehe Sie kaum. Ihr Mikrofon ist so schlecht eingestellt, dass man Sie kaum verstehen kann. Okay, soll ich nochmal anrufen gleich bei Ihnen? Jetzt ist besser. Jetzt ist besser? Wunderbar. Also, Herr Steiner, ich melde mich von FCA, Finanzaufsichtsbehörde, von Auszahlungsabteilung, ja? Wir haben... Hat keine Auszahlungsabteilung. Herr Steiner, wollen Sie das Geld bekommen oder nicht? Die FCA hat keine Auszahlungsabteilung. Davon abgesehen habe ich nie Geld eingezahlt. Also, darauf... Alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gutes. Ich wünsche Ihnen alles Bestes. Ja, Betrüger. Und dass das hier nur noch Betrug sein kann, hat sie uns ja selbst erzählt. Sie ruft von einer Behörde an, die eine Auszahlungsabteilung besitzt. Ist es nicht so, dass man an Behörden eigentlich nur Geld gibt? Naja, also absoluter Wahnsinn. Also da fragst du dich wirklich, wie das funktioniert. Also das ist ja tatsächlich wieder die Masche, der Betrug nach dem Betrug. Man wurde schon mal verarscht und jetzt versuchen sie es gleich nochmal, weil sie haben jetzt Geld wieder gefunden und sie kommen von der Auszahlungsabteilung und wollen jetzt dabei helfen und dafür muss man nur wieder irgendein komisches neues Konto aktivieren und schon wieder Geld aufladen, obwohl man das ja schon mal getan hat und dann trotzdem nichts bekommen hat. Und jetzt verlangen die von einem, dass man das Ganze nochmal macht, nur mit einer neuen Geschichte ringsrum gebastelt. Oh Mann. Und das Schlimme ist, es funktioniert. Auch hierzu sagen die Statistiken nur gruselige Zahlen. Dass die Menschen hier reihenweise weiter ihr Geld einzahlen, wenn sie das erste Mal verloren haben. Das ist schlimmer in der ganzen Geschichte. Nicht mehr ganz so viele wie bei der ersten Masche. Also, ja, in der ersten Instanz. Da zahlen noch deutlich mehr ein. Aber es ist trotzdem schlimm, dass hier überhaupt jemand sein Geld drin versenkt. Weil es wird, also, die würden ja auch nicht anrufen, wenn das nicht funktioniert. Und die rufen ja auch nicht nur einzeln an, die rufen ja tatsächlich auf Masse an. Also da gibt es ja jeden Tag ein Telefonat. Also jeden Tag rufen die von irgendeiner angeblichen Behörde an und wollen einem da helfen, das Geld zurückzubekommen. Nur dass man bei jedem einzelnen Anruf nur noch mehr Geld los wird, das vergessen sie einem die ganze Zeit dabei zu erzählen, wenn sie die Geschichte durchs Telefon lutschen. Ja, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche gerade mit dem Herrn Klaus Thaler. Ja? Super, freut mich, Herr. Es ist Roman Hof am Apparat. Wie geht es Ihnen zuerst? Alles gut? Nö. Nicht gut? Ja, Herr Thaler? Was denn? Ich wollte dich fragen, ob deine Mutter immer noch an dem gleichen Puff arbeitet? Aha. Was sind denn Sie eigentlich für einer? Wie bitte? Sie sind also einer von den Betrügern. Von welchen Betrügern, Herr? Du bist ein Betrüger. Unverschämter Betrüger. So, arbeitet Ihre Mutter immer noch an dem gleichen Puff? Ich werde mal heute besuchen. Ja. Ah, okay, alles klar. Verpiss dich dann, schönen Tag noch. Ja, ebenso, Betrüger. Na Mensch, da haben wir wieder einen von dem Callcenter dran gehabt, wo die nette Tante jetzt hier nur schon ein paar Mal dran war. Tja, also die vor der Tante hier gerade eben. Interessant, also da verplempern die dann quasi gruppenmäßig ihre Zeit, oder wie soll man sich das jetzt hier vorstellen? Weil normal ist das ja jetzt ja eigentlich nicht mehr. Also das kannst du ja nicht mehr mit normalem logischen Menschenverstand irgendwie in Worte fassen. Tja, aber das sind da halt die Finanzklopse vom Finanzmarkt. Tja, ich weiß nicht, ob die da mittlerweile nur noch Geldscheine im Kopf drin haben und keine Intelligenz mehr, aber das sind halt die Anrufe. Ja, ich sag's ja mal wieder.
Die nutzen ihre Zeit, um ihre eigene Zeit zu verplempern, um, weiß ich nicht. Ja, weiß ich, also ich vermute mal, die werden ja wahrscheinlich normales Gehalt bekommen und dann halt ihre Zeit, wenn sie Zeit haben und sich gerade keiner einträgt, dafür benutzen, die Scambait ein bisschen zu belutschen. Naja, aber wenn sie dafür ihre Zeit halt verplempern und ihre Kraft dafür aufbrauchen wollen, na bitteschön, das können wir denen auf jeden Fall bieten. Gucken wir mal, wie es im nächsten Gespräch so weitergeht. Ja, bitte. Hallo? Ja, guten Tag. Thomas Sanders von am Telefon. Spricht der Papa Dick? Was? Spricht der Herr Papa? Ja. Ich grüße Sie. Ich bin Thomas Andersson. Ich melde mich von Investor Academy, Papa. Wir sind eine Online-Handel-Plattform. Ja, aber nicht der ganze Name. Ich muss schon den ganzen Namen sagen. Mein Name? Nee, mein. Nicht immer nur dein den Name halben. Dein Name ist Poppe Feig. Ich weiß es nicht. Fick. Ja. Sie haben einen schönen Nachnamen. Fick. Ja. Können Sie alles ficken? Sollen das? Wie bitte? Das lustig. So, ich mach Spaß, Papa. So, Papa, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Haben Sie schon mal Erfahrung mit Trading? Nee. Achso, gut. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Schönen Tag noch. Aha. Na dann. Okay, Herr Fick, kannst du etwas fiegeln? Oder dein selber auch. Ja, also nur um das mal klarzustellen, den Nachnamen Fick oder Fiek gibt's tatsächlich wirklich in Deutschland. Ist ein deutscher Nachname und könnte so tatsächlich auftauchen. Genauso wie den Herrn Penis, den gibt's tatsächlich auch. Also ohne Witz jetzt. Sind eingetragene Namen, kann man mal nachgoogeln. Kommt nicht oft vor. Ich glaube, will auch keiner mehr haben. Aber gibt's. Tja, aber wenn man dann so einen Namen hat, dann wird man von den Kakerlaken hier am Telefon direkt gleich wieder abgestraft. Also ich find's ja unerhört eigentlich, ne? Also ich meine, egal, was da für ein Name steht, man könnte ja vielleicht auch einfach mal nett nachfragen, ob der Name wirklich so stimmt, wie er denn im System steht und dass man das komisch findet. Aber es gibt ja auch tatsächlich einen echten Max Mustermann. Tja, der hat auch ein beschissenes Leben mit seinem Namen. Allerdings nimmt der es ein bisschen witziger und stellt das alles, seine ganzen Gegebenheiten auf TikTok, soweit ich weiß, online. Vielleicht hat er auch einen YouTube-Kanal, weiß ich nicht, aber es gibt einen Max Mustermann. Tatsächlich würde man auch so nicht glauben. Tja, aber ist so. Und wenn man dann solche Leute am Telefon hat, ist man gleich nochmal doppelt abgestraft. Tja, also mit Freundlichkeit, Nettigkeit und ja, serviceorientiert von einer Tradingbank hat das hier natürlich nichts zu tun. Ja, und der Nachname Fick hat dem hier ja tatsächlich wieder gefallen. Konnte er gleich seine sexuellen Störungen wieder damit verbinden. Das haben ja die Betrüger irgendwie. Mittlerweile fast alle, habe ich das Gefühl. Es wird ja immer mehr, dass die irgendwie so ein Schweinkram am Telefon loswerden müssen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir gerne mal was in die Kommentare und vergesst den Daumen nach oben nicht. Wer möchte, kann gerne auch mal auf meinem Twitter-Kanal nachschauen. Ja, wir haben auch Twitter, das mit dem Vögelchen, mit dem blauen Vogel. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder direkt in der Kanalinfo auf dem Kanalprofil. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Wie immer, hasst mich nicht für meine Worte. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.